Erwin Angerer, FPÖ, ist am Wort. Mich etwas wundert, gemeinsam mit dem Kollegen Peter Haubner, die Regierung fordert sich wieder einmal selbst auf, ein Sicherheitsnetz für österreichische Betriebe aufzuspannen. Aufgrund der besorgniserregenden Covid-Entwicklung werden aktuell neuerliche Beschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens diskutiert. Entsprechende Ausgestaltung dieser Beschränkung wird auch eine Fortsetzung und der bewährten Wirtschaftshilfen erforderlich sein, um Personen und Unternehmen zu helfen, die durch diese Maßnahmen unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten können. Die Bundesregierung wird ersucht, möglichst rasch geeignete Unterstützungsmaßnahmen für die österreichischen Betriebe zu präsentieren, um so Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu sichern. Peter, komm, kannst du nicht bitte aussagen und das erklären, was ihr euch da jetzt selbst auffordert? Was ist da jetzt geplant? Was steht an? Kommt morgen der Lockdown oder was ist los? Also wir verstehen diesen Antrag nicht. Der muss ehrlich sagen, ist für mich nicht ganz erklärbar, dass ja die Bundesregierung selber auffordern muss, Maßnahmen zu überlegen und zu präsentieren, dass wir die Arbeitsplätze und Unternehmen sichern. Vielleicht tust du das noch an. Und vielleicht, Frau Kollegin Götze, hätten Sie sich ein anderes Thema aussuchen sollen als die Gemeinden und den Finanzausgleich zum Thema Budget. Weil was sagt denn, den werdet ihr vielleicht auch kennen, der ÖVP-Gemeindebund-Vizepräsident Johann Hingsamer zu diesem Budget? Die Presse titelt, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Schlag ins Gesicht der österreichischen Gemeinden. Der Föderalismus wird mit Füßen getreten. Das ist eine einseitige Geldbeschaffung, sagt der Johann Hingsamer, nicht der Erwin Angerer. Der Johann Hingsamer ist seit 29 Jahren Bürgermeister, ist seit 20 Jahren im Gemeindebund, ist ÖVP-Mitglied, also hochrangiger ÖVP-Funktionär. Das sagt Johann Hingsamer zu diesem Budget, was den Finanzausgleich betrifft. Vielleicht noch einmal zur Erklärung, was Finanzausgleich bedeutet. Von den gemeinschaftlichen Einnahmen des Bundes bekommen die Gemeinden rund 11% und die Länder rund 20%. Und was macht die Bundesregierung mit den Besteuerungen, die sie jetzt den Österreicherinnen und Österreichern aufbürden, sprich sogenannte ökosoziale Steuerreform, Bepreisung, CO2-Bepreisung? Da kommen jetzt Mehreinnahmen im Jahr herein zwischen 1,5 und 2,4 Milliarden Euro. In den nächsten Jahren bis 2025 reden wir da von rund 10 Milliarden Euro. Und der Bund geht her und sagt, das ist Geld, das nehmen wir ein, nur für uns. Auf der anderen Seite werden aber Steuererleichterungen, für die wir grundsätzlich sind, was die Einkommensteuer betrifft oder die Körperschaftssteuer betrifft, natürlich von den Gemeinden mitfinanziert werden müssen, weil wenn die Einnahmen sinken auf der einen Seite, auf der anderen Seite andere Einnahmen lukriert werden, aber die sich nur der Bund zurückhält, dann bleibt einer auf der Strecke. In dem Fall zwei, das sind die Länder und das sind die Gemeinden. Und das ist nicht nur ein zusätzlicher Schlag für alle österreichischen 2000 Gemeinden, die finanziell natürlich geschädigt sind durch diese Corona-Krise und einen massiven Einnahmenausfall gehabt haben in den letzten Jahren, sondern es ist auch wieder ein Schlag in das gesamte Sozialsystem und jeden Einzelnen, der draußen betroffen ist. Weil die Gemeinden finanzieren mit bei den Krankenanstalten zu 50%. Die finanzieren mit bei der vorschulischen Erziehung, sprich die Kindergärten, es sind die Kindergärtenbetreuer. Die finanzieren mit im Sozial- und Pflegebereich. Und allein in diesem Bereich sind es fast 5 Milliarden Euro, die die Gemeinden ausgeben. Und da fehlen ihnen natürlich jetzt diese rund 5,5% bei den Einnahmen. Also es wird auch in diesem Bereich jeden Einzelnen treffen. Und das ist auch wieder ein Schritt in eine völlig unsoziale Politik, die hier gesetzt wird von dieser Bundesregierung. Und deshalb stelle ich auch einen Antrag, dass die Mehreinnahmen aus dieser Steuerreform, und vielleicht ist das vielen Bürgermeistern noch nicht bewusst in diesem Land, was das für sie bedeutet, als gemeinschaftliche Bundesabgabe zu sehen sind, dass zumindest dieses Geld, was hier mehr hereinkommt, auch wieder über den Verteilungsschlüssel, wie normalerweise vorgesehen, verteilt wird, über den Finanzausgleich. Deshalb bringe ich einen Entschließungsantrag ein, betreffend CO2-Steuer als gemeinschaftliche Bundesabgabe der Abgeordneten Erwin Anger und weiterer Kollegen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich zu einer grundlegenden Reform zur Entlastung des Gemeindebudgets zu bekennen. Die Bundesregierung wird weiter aufgefordert, zu diesem Zweck die CO2-Abgabe als gemeinschaftliche Bundesabgabe zu verwenden, da der Klimaschutz alle drei Gebietskörperschaften gleichermaßen betrifft und insbesondere Gemeinden aufgrund der Corona-Krise massiv von Einnahmenausfällen betroffen sind. Dankeschön. Erwin Angerer war das von der FPÖ.